Hallo, herzlich willkommen zum E-Auto-Vlog. Nachrichten und Praxiswissen zur E-Mobilität für Elektroautofahrer und Interessierte. Heute gibt es einige interessante Informationen zum Thema VW. Sie suchen zum Beispiel einen neuen Partner für Elektroautos. Es gibt weitere Informationen zum ID, Batteriekapazität und so weiter. Dann beantworte ich die Frage, ob das Tesla Model 3 mit Range, also mit der neuen Reichweite, mit dem neuen Akku, ein Geheimtipp ist. Ich habe da einige sehr interessante Informationen erhalten. Und es gibt auch noch eine Information über eine Software, die die Batteriegesundheit sehr gut voraussagen kann, sodass in Zukunft die Lebensdauer von Akkus vielleicht deutlich höher ist als bisher. So viel zu dem Überblick, kommen wir zu den Nachrichten. Ja, wie ihr seht, bin ich wieder zu Hause. Wir haben es also tatsächlich geschafft. Das ist gar nicht so selbstverständlich, wie man das vielleicht denkt. Wir haben richtig Glück gehabt, gerade bei der Rückfahrt. Denn vielleicht habt ihr es mitbekommen, dass zum Wochenanfang im Mittelmeerraum ein großes Unwetter war, was dann unter anderem auch in Frankreich Schnee gebracht hat und für Katastrophen gesorgt hat. Also sprich, einige Autofahrer sind dort, einige hundert Autofahrer sind dort liegen geblieben, in Notunterkünften untergebracht worden und. Und das wäre eigentlich unsere Route gewesen, hätten wir nicht gesagt, das ist uns zu riskant. Wir fahren lieber die Flusstäler lang, wo es dann entsprechend die 1, 2 oder 3 Grad wärmer war. Aber das nur so am Rande. Ihr werdet von der Rif Maroc, von der Reise nach Marokko noch einige Informationen von mir bekommen. Ich muss das ganze Material jetzt natürlich erstmal bearbeiten, aber ich will es mir nicht nehmen lassen, euch die Wochennews von dieser aktuellen Woche hier zu präsentieren, denn es gab wieder richtig viele interessante Informationen. Schauen wir uns sie im Detail an. Was ich sehr interessant finde, hier bei elektrif.net habe ich gefunden, dass GM ein nationales Zero-Emission-Vehicle-Programm fordert, also sozusagen ein offizielles, ein staatliches Programm für die Unterstützung von Elektroautos. Gerade GM, die ja in früheren Zeiten doch nicht gerade sehr interessiert an Elektroautos waren. Aber das zeigt, dass gerade jetzt, wo die aktuelle Regierung dabei ist, die Vorteile für Elektroautos zu beschneiden, die Firmen gegenhalten und dementsprechend dann auch ein Gegengewicht in Amerika bilden. Smart, das steht ja schon einige Zeit fest, wird eine rein elektrische Marke. Trotzdem ist die Zukunft von Smart gar nicht so sicher und eindeutig, wie man vielleicht denkt, denn Renault soll nach Brancheninsidern an der Fortführung der Zusammenarbeit mit Smart nicht interessiert sein. Und wenn der also der Produktzyklus vom Smart for 4 und for 2 ausläuft, aus der Zusammenarbeit aussteigen wollen. Und dann ist natürlich vieles offen. Was passiert dann mit dieser rein elektrischen Marke von Daimler-Benz? Wird sie integriert in den Konzern? Also da ist einiges im Werden, in der Veränderung. Das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten, dass ihr da frühzeitig Bescheid wisst. Beim Tesla Model 3 gibt es auch ständig Änderungen. Mittlerweile ist es so, dass die Preise auch wieder geändert wurden. Teilweise im Wochentakt, muss man mittlerweile sagen, werden in Amerika Konfigurationsbestandteile, Preise geändert. Aktuell ist es so, dass die Batterie mit der mittleren Reichweite vom Preis her erhöht worden ist um 1000 Dollar. Dafür ist dann der Preis von der Langstreckenbatterie mit Allradantrieb um 1000 gesenkt worden. Aber das ist gar nicht so interessant, sondern ich möchte mich mit euch mal ein bisschen intensiver mit dem Tesla Model 3 und der mittleren Reichweite, also mittelgroßen Batterie, beschäftigen. Denn ich habe hier einen sehr interessanten Artikel gefunden, der dieses Thema im Detail beleuchtet. Er ist allerdings auf Englisch, aber nichtsdestotrotz geht es hier viel um Zahlen, die ihr gut nachvollziehen könnt. Und zwar wird hier zum einen heruntergerechnet auf der Basis der
Daten, die bisher vorliegen, um welche Batteriegröße es sich handelt. Und da haben wir bei der Standard-Range, die ja noch nicht existiert, aber wohl mit 50 Kilowattstunden angesetzt, wird 50 Kilowattstunden als Kapazität. Beim Mid-Range haben wir 62 Kilowattstunden und bei der Long-Range haben wir 75 Kilowattstunden. 75 Kilowattstunden, das habe ich ja auch in meinem Tesla Model S. Aber, und das ist das Interessante, ich komme bei weitem nicht so weit wie das Model 3 mit der gleich großen Batterie. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen ist das Auto natürlich kleiner, hat einen anderen CW-Wert. Aber zum anderen ist es auch so, dass sowohl der Akku als auch viele andere Komponenten, Antrieb, Konverter und so weiter, verbessert worden sind, sodass immerhin einfach weniger Energie verbraucht wird. Und was ich ganz interessant finde bei diesem Artikel von Tesla Like, die haben sich mal die Mühe gemacht und verglichen, wo muss man dieses Tesla Model 3 Mid-Range eigentlich einsortieren. Und haben sie herausgefunden, dass auf der Basis der Daten, die vorliegen, erwartet wird, dass die Reichweite vom Tesla Model 3 Mid-Range länger ist als vom Tesla Model S 85, ja sogar weiter ist als von meinem Model S 75 bzw. 75D und man sie eher mit dem Model S 90D vergleichen kann. Und was sehr interessant ist, das Model 3 Long Range mit der Allrad-Variante und den 19 Zoll Felgen, natürlich auch das Performance-Modell mit den 20 Zoll Felgen, hat eine geringere Reichweite, wenn man das Model 3 Midrange mit den 18 Zoll Felgen und diesen Aero Covers, also diesen aerodynamisch gestalteten Radkappen, nimmt. Das heißt, für jetzt $45.000 vor Steuern kannst du hier im Prinzip ein Model 3 erwerben, was, ja, ich vermute mal, ich kenne jetzt die Preise vom S90 nicht, aber was ungefähr die halb so teuer ist wie das Tesla Model S90 war und die gleiche Reichweite hat. Also für mich ist das ein echter Geheimtipp, insbesondere weil die Reichweite für viele interessant ist und vor allen Dingen auch ausreichend ist und das Midrange-Auto deutlich günstiger ist als die Longrange-Variante. Und Freunde von mir, die waren gerade mit dem Model 3 unterwegs hier in Europa und haben auch am Supercharger geladen, weil sie einen sehr speziellen Adapter hatten, der das ermöglicht hat. Und auch da sieht man, genauso wie bei den bisher schon aufgezeichneten Werten, dass die Ladekurve sehr interessant ist. Also selbst mit dem 75er Akku, der in diesem Long Range Model 3 drin war, wurde Ladeleistung von 120, 118 kW ermöglicht und erst bei 51% ging es dann unter 100 kW. Und wenn ihr wisst, beim meinem Model S ist es so maximal 98 kW, sehe ich als Ladeleistung. Jetzt, wo es wieder kälter geworden ist, wird die nur noch ganz selten erreicht und es pendelt sich eher so zwischen 90 und 94, 95 ein. Also dementsprechend ein sehr interessantes Auto, das solltet ihr im Auge behalten, wenn dann nächstes Jahr das Model 3 nach Deutschland kommt. Ja, noch eine weitere Information zum Tesla Model 3, und zwar ist durch ein Over-the-Air-Update, also per WLAN oder LTE, die Rekuperationsleistung des Model 3 verbessert worden. Erste Tests hatten ergeben, dass die Rekuperationsleistung wohl schwächer ist als im Model S. Ich persönlich würde mir wünschen, dass zum Beispiel auch im Model S die Rekuperationsleistung höher ist. Gerade bei meinem S75 mit Hinterradantrieb komme ich da nicht weit über 50 kW. Und das ist deutlich weniger so vom Verzögerungsmoment, als ich jetzt zum Beispiel im BMW i3 habe, wo ich dann mit 60 kW rekuperieren kann, aber das Auto deutlich leichter ist. Also hier, das finde ich, ist ein ganz gutes Beispiel, wie im Nachhinein ein Auto verändert werden kann, ist dieses hier verändert worden durch ein Over-the-Air-Update. Schlechte Nachrichten für türkische Tesla-Fans. Es gibt ja schon einige Tesla-Fahrer in der Türkei, die genauso wie in Marokko, da gibt es 10
dort unter teils schwierigen Bedingungen das Model S oder X fahren. Denn eigentlich hatte Tesla für dieses Jahr vorgesehen, dass sie in die Türkei kommen mit einem Service Center, Store und so weiter, also offiziell den Markt betreten. Das ist ja zurückgezogen worden und dementsprechend gibt es da also keine neuen, keine konkreteren Pläne. Für alle, die einen Tesla fahren oder in Zukunft einen fahren wollen, auch noch eine interessante Information. Der Teilekatalog ist jetzt online und da kann man hier über den Link, den findest du wie immer in der Beschreibungsbox unter dem Video, kannst du den Teilekatalog herunterladen und so jetzt auch Ersatzteile spezifisch suchen und bestellen. Und das ist natürlich sehr interessant. So hat der ein oder andere schon rausgefunden, dass es einen Shademo-Adapter für das Model 3 geben wird. Dementsprechend wird wohl in Zukunft die Ladung über Shademo möglich sein. Jetzt ist natürlich die Spekulation, betrifft das nur den amerikanischen Markt, wo es kein CCS gibt, was eventuell im Auto selber eingebaut ist. Also ihr könnt euch den Teilekatalog mal anschauen. Da sind viele verschiedene Angebote, die ihr dann dort nutzen könnt. Bei den Dachzeltnomaden auf Facebook hatte ich von unserer Reise mit dem Tesla Model S und dem Dachzelt berichtet. Da gab es dann nicht nur eine Diskussion um das Dachzelt, sondern eher mehr Diskussion um das Auto. War sehr interessant. Aber auch dort war natürlich dann wieder das Problem so nach dem Motto, ich bin Umweltsünder, weil ich den Akku... Aber auch da war natürlich wieder das Thema, ich bin ein Umweltsünder, weil ich so einen schlimmen Akku im Auto habe. Deswegen war natürlich auch die Diskussion über Recycling und gerade heute passend dazu habe ich hier diese Informationen gefunden, dass Audi und Umicore ein Batterie-Recycling entwickeln. Ja, das ist natürlich verständlich, bevor überhaupt genug Akkus, Batterien zum Recycling vorhanden sind, machen sich die wenigsten Gedanken darüber, wie man das jetzt spezifisch recyceln kann. Jetzt sieht man aber, Audi und auch viele andere Firmen machen sich konkret darüber Gedanken, weil eben auch im Akku so viele wertvolle Rohstoffe sind, die man nicht einfach nur einmal dort reinpacken und dann wegschmeißen will, sondern die man natürlich immer wieder nutzen kann. Und Akkus an sich können im großen Teilen auch recycelt werden, wenn man sie natürlich entsprechend vorher auch produziert. Und dementsprechend sind sie gar nicht so schlimm, wie das vielleicht, wenn man den Anfang des Akkulebens berücksichtigt oder sich anschaut, meinen mag. Im Manager-Magazin habe ich ein ganz interessantes Interview gesehen zum Thema VW. Und zwar hatte bei der ZDF-Sendung Maybrit Illner, der Konzernchef Herbert Diess, einiges zum Thema ID und VW und Elektromobilität gesagt. Und er sagt hier ganz klar, wir werden 2020 mit Fahrzeugen kommen, die alles können wie Tesla und um die Hälfte billiger sind. Das ist natürlich eine sehr große Aussage. Ich bin, muss ich ganz ehrlich sagen, nachdem viele vollmündige Versprechungen von den unterschiedlichsten Firmen gemacht wurden, ein bisschen zurückhaltend, aber es zeigt, in welche Richtung die Firmen gehen wollen und dass VW ein wirklich konkretes Interesse daran hat, mit Elektroautos erfolgreich zu sein, das, denke ich, kann man losgelöst von der Aussage sehen. Was aber auf jeden Fall interessant sein wird, ist, wenn 2020 der ID auf den Markt kommt, wie er dann auch wirklich in der Praxis einsetzbar ist und in welchen Stückzahlen er kommt. Geplant sind ja 150.000. Wir werden uns dann in der Praxis anschauen, ob er wirklich so gut ist wie Tesla und dann auch wirklich nur die Hälfte kostet. Denn bei allem, was man jetzt vom Auto gesehen betrachten muss, darf man nicht vergessen, die Ladeinfrastruktur ist auch ein wichtiges Thema. Und dementsprechend kann ich nur hoffen, dass bis dahin das öffentliche Ladenetz mit den HPC-Schnellladern und auch den anderen Ladestationen so ausgebaut ist, dass man da wirklich eine entsprechende Abdeckung hat, die auch nutzbar ist. Denn auch uns ist es zum Beispiel wieder in Spanien so gegangen, dass wir die ein oder andere Ladestation gefunden haben, die wir auch super hätten nutzen können, zum Beispiel in La Seo de Guel, kurz vor Andorra, direkt gegenüber vom Hotel war ein Typ-2-Lader, den wir auch hätten nutzen können. Es war kein Thema. Problem war nur Zugang. Wir hatten nicht die entsprechende Ladekarte
vom örtlichen Anbieter, der auch in keinem Roaming drin war. Insofern nutzt uns das überhaupt nicht, direkt vor dem Hotel die Ladestation zu sehen. Oder auch am Supercharger um die Ecke war ein toller Triple Charger von diesem Anbieter, der wohl insgesamt aber nur 7 Ladestationen im Baskenland hat und kein Roaming anbietet. Und das ist immer das große Problem. Jede Ladestation muss für jeden jederzeit zugänglich sein. Ansonsten ist, auch wenn das Auto nur halb so teuer ist wie ein Tesla, dieses Auto nicht vernünftig nutzbar, wenn man unterwegs ist. Dann gab es auch weitere Informationen, und zwar konkretere Daten zu den Kilowattstundenanzahlen von den Akkus beim BMW, beim VW ID. Und zwar wird dieser wohl mit 50 Kilowattstunden einsteigen und bis auf 80 Kilowattstunden hochgehen, sodass nach dem neuen WLTP eine Reichweite von 330 bis 550 Kilometern möglich ist. Das heißt, hier können wir in der Spitze dann mit Reichweiten so um die 400, 450 Kilometern rechnen bei dem ID, und das sind Reichweiten, die die wenigsten in der Praxis dauerhaft, also häufig brauchen, und insofern kann der VW ID, wenn er die ganzen Rahmenbedingungen erfüllt und auch zum Beispiel AC-Ladung dreiphasig und nicht nur ein- oder zweiphasig ermöglicht, wirklich etwas verändern, weil VW sich mit Massenproduktion auskennt und wir dann hier auch erwarten können, dass entsprechend hohe Stückzahlen auf den Markt kommen. Ja, um mit der Elektromobilität noch weiter erfolgreich zu sein, wird wohl aktuell die Zusammenarbeit zwischen Ford und VW ausgelotet. Das finde ich sehr interessant, weil gerade Ford sich in letzter Zeit nicht dadurch ausgezeichnet hat, dass sie in Richtung Elektromobilität vorangegangen sind. Es macht natürlich durchaus Sinn, bei den komplexen Themen selbstfahrende Autos, Elektroautos, Zellproduktion und die Zusammenarbeit auszuloten. Insofern habe ich euch diese Informationen hier in die Nachrichten mit reingepackt. Aus Israel eine ganz skurrile Gestalt, ein City Transformer. Das ist ein E-Kleinwagen, der über ein variables Fahrgestell sozusagen auf 1 Meter Breite zusammengeschnurrt werden kann. Wer schon mal ein Renault Twizy gefahren ist, der weiß, wie praktisch es in vielen Situationen ist, wenn das Auto schmal ist. Man kann an Schranken vorbeifahren, man kann durch Poller fahren, man kann senkrecht in den Parklücken einparken. Also man hat viele, viele Vorteile, gerade im urbanen Umfeld, und dieses Auto nutzt es. Ich habe hier ein Video gefunden, schaut es euch an, wenn euch dieses Thema interessiert. Anfang des Monats heißt Zahlen, aktuell sind es 83.967 Umweltbonusanträge bis Ende Oktober 2018. Wir haben nach Herstellern die Top 10, auf dem ersten Platz ist BMW, dann kommt Volkswagen, dann Smart Renault und Tesla ist gar nicht mehr unter den ersten 10. Wie immer könnt ihr euch die Statistik in Ruhe anschauen. Nach wie vor sind die Unternehmen der Treiber bei der Elektromobilität. Ist ja auch ganz normal. Viele Geschäftswagen können elektrisch betrieben werden. Die Unternehmen haben den großen Vorteil, weil Elektroautos gerade bei hohen Laufleistungen günstiger sind. Also eine interessante Entwicklung für die Firmen. So, meine Katze, wie ihr seht, mein Kater ist gerade hier ins Studio gekommen. Insofern werde ich jetzt den Rest mit der Katze hier moderieren. Denn ihn kann man hier nicht rausschmeißen. Ihr wisst es, die Katzen kann man einfach nicht bändigen, und er ist auch eine ganz wilde Katze. Aber das nur am Rande. Ich habe noch zwei Nachrichten für euch, die ich gerne euch noch weitergeben möchte. Und zwar gibt es hier ein Batterie-Analytics-Startup Twice, was eine sehr interessante Software entwickelt hat, nämlich eine Software, die ermitteln kann, wie gesund ein Akku ist. Und das ist natürlich sehr wichtig, um zu wissen, wie der Akku zum Beispiel geladen werden kann. Ihr kennt ja meine Problematik, dass das Tesla Model S eine Ladeleistungsreduzierung mit der Zeit bekommt, wenn immer zu viel DC-Ladung gemacht worden ist.
Und das kann man zum Beispiel mit so einer Software viel feiner steuern, denn die Software von Tesla, die berücksichtigt zum Beispiel auch Schnarchladungen bei Aldi mit 20 kW DC als DC-Ladung und reduziert dann die Ladeleistung. Also diese Software ermöglicht sozusagen ein Klonen der Batterie und kann so sehr gute, sehr detaillierte Auskünfte über die Batteriegesundheit geben, sodass in Zukunft eben halt Akkus länger halten oder dass sie eben halt entsprechend auch besser entwickelt werden können. Ja, kommen wir zum letzten Thema. Das ist ja so ein großes Thema. Wie ist das eigentlich mit der Umweltverträglichkeit? Wie viel kostet ein Elektroauto und. Und da gibt es viele verschiedene Statistiken, Analysen, aber so richtig aussagekräftig sind sie alle nicht, weil immer irgendwelche Verbände diese in Auftrag geben und dann natürlich die Analyse mit ihrer Fragestellung beeinflussen. Edison, das ist ja vom Handelsblatt, ich sag mal die E-Mobilitätssparte, hat sich die Mühe gemacht und einfach mal auseinandergepflückt, wie man am besten an dieses Thema herangehen kann, welche Studien hier aussagekräftig sind, welche nicht. Lest euch den Artikel mal durch, er ist sehr interessant und das Ergebnis ist sehr salomonisch, insofern eine spannende Antwort auf die Frage, ist nun ein E-Auto umweltfreundlicher oder nicht. Ja, soweit von der heutigen Sendung. Ich verabschiede mich hier nicht nur in meinem Namen, sondern auch im Namen meines Katers Leo von euch. Schön, dass ihr dabei wart. Falls ihr noch nicht mein Abonnent seid, freue ich mich natürlich über jeden, der diesen Kanal abonniert, ihn dadurch unterstützt. Das könnt ihr ganz einfach machen, indem ihr hier auf das Auto im Point of Interest klickt. Stellt dann noch die Benachrichtigung ein, so kriegt ihr die Info, wenn ein neues Video von mir hochgeladen worden ist. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Bis dann, euer Dirk Henningsen.